Hallo meine Lieben, heute mal aus aktuellem Anlass ein ganz kurzes Video mit einer wichtigen Information über eine Zeitspanne, die für uns alle mächtig interessant ist. Am 15. Januar findet das Kali Yoga sein absolutes Ende. Und was das für uns bedeutet, das möchte ich euch erzählen. Das Kali-Yoga ist uns allen bekannt als das eiserne, als das dunkle Zeitalter. Es hat eine Zeitspanne von 432.000 Erdenjahren und es ist gekennzeichnet von Korruption, von Gier, von Machtmissbrauch, von Gewalt, von allen negativen Dingen, die man sich nur so vorstellen kann, von sittlichen, moralischen und ethischem Verfall. Und ich glaube, das kommt uns ja leider allen bekannt vor. Es wird also Zeit, dass dieses Zeitalter endet. Und wir sind ja der Meinung, dass es schon die ganze Zeit zu Ende geht. Nur die wenigsten wissen, dass es tatsächlich am 15. Januar sein absolutes Ende finden wird. Und zwar in einem ganz bestimmten Zeitraum. Es gibt bei den Mystikern ein 12-Stunden-Fenster, das nennt sich Muhurta. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal in einem anderen Zusammenhang gehört. Es gibt auch Brahma Muhurta, damit ist die Zeit vor dem Sonnenaufgang gemeint, also eine ganz bestimmte Spanne, meistens so 38 Minuten, die man nutzen kann zur Meditation, weil sich da der Geist ganz besonders öffnen kann zum göttlichen Kanal. Und so müssen wir dieses Muhurta auch ein bisschen verstehen, nur dass es nur eben nicht nur diese 38 Minuten dauert, sondern satte 12 Stunden. Es beginnt und es betrifft die ganze Welt. Es ist also ein globales Ereignis. Es beginnt indischer Ortszeit 6 Uhr morgens und endet 6 Uhr abends. Eben genau diese 12 Stunden, das entspricht deutscher Zeit, 1.30 Uhr am Morgen und endet dann eben 13.30 Uhr. Am Nachmittag. Und jetzt ist es auch so, dass nach den ersten 6 Stunden oder wenn die ersten, das baut sich also sozusagen auf und erreicht dann den Höhepunkt nach 6 Stunden. Das wäre also dann die Mittagszeit in Indien und bei uns ist es dann 7.30 Uhr. Also eine gute Zeit, in der wir alle auch die Möglichkeit hoffentlich finden, in dieses Zeitfenster etwas hineinzugeben. Warum ist das so wichtig? Das möchte ich euch jetzt natürlich auch erklären. Und zwar gilt dieses Muhurta-Fenster als eine absolute sensible Zeit, in der die Verbindung zum Göttlichen und der Rückhalt der gesamten Galaxie uns allen zur Verfügung steht. Und ich betone uns allen, also auch der Gegenseite. Und es ist ganz, ganz entscheidend, dass wir dieses Zeitfenster nutzen, um unserem Schicksal, damit du deinem Leben, aber wir aber auch alle dem Weltgeschehen einen Schubs geben können. Denn alles, was wir an Absichten, an Wünschen, an Gebeten, an guten Dingen, an Liebe, an Frieden, an dem Wunsch nach Glück, dem Streben nach Glückseligkeit und so weiter in dieses Zeitfenster hineingeben, wirkt in dieser Zeit auch unglaublich potenziert, also tausend- und millionenfach. Es ist tatsächlich eine Planetenkonstellation, die normalerweise so nie mehr auftaucht. Also eine einmalige Gelegenheit, die jeder für sich nutzen kann, darf und soll. Also wenn du Zeit hast, dann nimm dir einfach wenigstens eine halbe Stunde, Stunde von diesen 12 Stunden, von diesem Zeitfenster. Und sende deine Wünsche und Absichten ins Universum. Gib deinem Schicksal einen Schubs und gib dem Weltgeschehen einen Schubs. Es ist eine einmalige Gelegenheit, all die guten Dinge hineinzubringen, die wir uns dann wünschen. Denn das Kali Yoga läuft, wie gesagt, am 15. Januar komplett aus. Es hat dann keinen Sprit mehr. Also es ist einfach, es hat überhaupt keine Kraft mehr. Und es wird dann ausrollen, alles, was es dann noch machen kann, ist eben kraftlos auszurollen. Das ist ja auf jeden Fall noch eine letzte Bewegung, die dann eben aus allerletzter Kraft gemacht wird. Und es dauert bis 2025 und dann ist jeder Drive weg. Aber
alles, was wir an Samen in diese 12 Stunden gesät haben, wird Früchte tragen. Und wir wollen alle dafür sorgen. Und wir wissen inzwischen, dass wir auch eigenmächtig sind und dass wir wirkmächtig sind. So können wir eben alle auch dafür sorgen, dass unfassbar viele Samen an Liebe, an Frieden, an Miteinander, an Wir-Gefühl, an Sympathie, an Empathie, an den vielen schönen Tugenden, die Gott in unser Herz gesetzt hat, auch zum Tragen kommen. Und dass diese Samen dann, wenn wir sie genau in dieses Zeitfenster setzen, eine besondere Chance haben, dann auch aufzugehen. Und außerdem hilft uns auch noch eine andere Zeitqualität, denn im hinduistischen Lunisolarkalender ist am 14. und am 15. Januar das sogenannte Makara Sankranti, das ist die Sonnenwende. Und das bedeutet, dass wir in einen glückbringenden Zeitabschnitt gehen. Also die Zeichen könnten nicht besser stehen. Das wollte ich euch auf jeden Fall wissen lassen, dass das Muhurta eine kraftvolle Zeitspanne ist, am 15. Januar von 6 Uhr morgens indischer Zeit bis 6 Uhr abends oder 1:30 Uhr deutsche Zeit bis 13:30 Uhr. Öffnet euch für die Segnungen, schreibt Gebete oder formuliert Gebete, nicht nur für euch, sondern auch für die Welt. Und ihr werdet sehen, es wird einen massiven, massiven Effekt haben. Also, steht zu eurer Größe, öffnet euch für Segnungen und vor allen Dingen bleibt verbunden in eurer Göttlichkeit. Alles Liebe.